meine Lieben. Ihr seht ja noch Palmen, blaues Meer und blauen Himmel. Wir sind unterwegs nach Tumra. Das liegt bei Konya. Und damit werden wir nicht nur die Klimazone verlassen, sondern auch alles ändert sich. Also Alanya ist eigentlich so Multikulti. Das hat nicht wirklich viel mit der Türkei zu tun, was hier so los ist. Und Konya Tumra, da sind wir mittendrin in Mittelanatolien, auch in einem anderen Kulturkreis, natürlich auch in einem anderen Wetter. Also das ist deutlich eher so wie in Deutschland als in Alanya. Und ich nehme euch einfach ein bisschen mit auf die Reise über den Taurus. Und es gibt dann auch noch mal ein paar Grüße aus Tumra selbst von mir. Das aber dann morgen. Bis später. Wir sind jetzt gerade abgefahren vom Manavgat Richtung Konya. Und hier sieht man jetzt noch mal die ganzen Obst-Gemüsestände. Es gibt jede Menge Bananen überall. Man kann Olivenöl kaufen. Das nimmt man dann mit als Geschenk für die Verwandten in Konya und Umgebung, weil es das in dieser Form dort nicht gibt. Und jetzt da hinten sieht man auch schon, was da auf uns zukommt. Jede Menge schneebedeckte Berge und Gipfel. Gleich geht's weiter. Wow! In einigen wenigen Kilometern geht's los in das alpine Skigebiet im Taurus. Bis gleich!
das Schild passiert mit der höchsten Stelle hier auf unserer Strecke mit einer Höhe von 1880 Metern irgendwas da um diesen Dreh herum. Und ich halte euch weiter über unsere Reise auf dem Laufenden.